Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Dann wollen wir mal wieder. Wir haben ja einen Dorfbewohner bekommen, den schönen Beefboss. Danke für die Einladung in dein Dorf. Ich würde mich wirklich gern nützlich machen. Also wenn eine Arbeit erledigt werden soll, gib mir Bescheid. Okay. Lass uns über Jobs reden. Okay. Wir können auf Erkundung mitnehmen. Ich bin gut darin, Burger zu braten, aber ich kann auch andere Dinge. Auf geht's. Sehr gut, der hilft mir vielleicht beim Kämpfen. Das wäre ja gar nicht so unpraktisch. Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen vorbereiten und vor allem ein bisschen erkunden. Es soll ja auch schöne Höhlen geben, die müssen wir alle erkunden. Also nicht alle, es gibt ein wahnsinnig großes Höhlensystem und da müssen wir rein, kriegen wir bessere Ressourcen. Das wird zu so langsam Zeit. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall jetzt nochmal einen Holzstab mit. Ein Holzschwert. Die Holzstäbe brauchen wir ja nur dafür. So. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Planken und Seil. Seil habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo gefunden gehabt. Hier nicht, hier nicht. Und hier auch nicht. Ah, vielleicht hier. Nö. Gut, irgendwo wird es hier stecken. Vielleicht nicht hier. Dann sortieren wir erstmal unser Inventar ein wenig ein. Schön Stapel auf Stapel. So, und das war's. Ich glaube, Federn kommen hier auch hin, obwohl Federn braucht man ja auch für Pfeile. Dann können wir gleich ein paar Pfeile machen. Weiß jetzt nicht, wie viele. Denk mal, so 26 reichen. Nehmen wir vielleicht, na, einmal mehr mit, als ich denke, das reicht. Irgendwann wird die Armbrust nämlich jetzt auch zerstört sein. Da muss man nicht so viel mitnehmen. Gut. Dann kommen einmal die Federn hier hin. Dann noch Milch. Dann vielleicht noch Fleisch. Das könnte man auch mal irgendwann anbraten. Und die Knochen. Obwohl die Knochen sind ja eher Drops, waren die hier. Ja, gut, dann nehmen wir das Fleisch zurück. Oh, ich habe Hunger. Dann sollte man das Fleisch vielleicht mal grillen, aber ich denke, Milch wird fürs Erste auch reichen. Dann verzehren wir die mal und bekleckern uns dabei vollständig. Oh, da brauchen wir wirklich alles. Ja, damit. Haben wir dann noch Kürbis oder so? Hier auf jeden Fall ein Panzer. Ich glaube, daraus können wir Schilder machen. Schilde machen. Ah, auf jeden Fall Kürbis hier. Kürbis hier. Wunderbar. Dann haben wir hier noch Maiskölbchen, Maissamen, Ranken, Himbeersamen und noch eine extra Himbeere. Die rüsten wir vielleicht gleich aus. So, ich würde sagen, für eine Erkundungstour sind wir gut vorbereitet, haben sogar eine Begleitung. Das kann gar nicht schief gehen. Eier müssen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Spitzhacken haben wir zumindest mal zwei nicht so gute und eine gute. Können wir vielleicht noch Ressourcen unterwegs aussammeln? Na, das sehen wir dann. So. Oh, nochmal eine Fee. Führst du mich wieder zu so einem Lama, das explodiert? Das sieht relativ grausam aus, aber wir kriegen so gutes Zeug. Oh, ein Wölfchen. Das war nicht nett, mich hier hinzuführen. Tu mal was für dein Geld, du Burgerbrater. Muss hier dein Fleisch hier holen. Sehr gut hast du das gemacht. Das schont meine Waffen. Oh je. So ein Rollteil. Eieiei, machen die Schaden. Stirb. Stirb. Ja. Eine Begleitung dabei zu haben, ist echt gut. Achso. Die Fee wartet. So, dann Himbeeren ausrüsten und essen für die Gesundheit. Und noch ein Wölfchen. Ganz schön viele Feinde hier gerade. Hast du Redebedürfnis? Du bist es, das Sahnehäubchen auf meinem Tag. Oh, danke schön. Lecker. Hör auf, mich zu probieren. Okay. Ziehen wir weiter. Das klingt doch gut. Oh, ein Riesenkürbis. Da unten ist die Fee und ein Spinnilein. Zwei Spinnileins. Ja, damit.
Nein, bleib doch hier. Seide ist doch so wertvoll. So, wo führst du uns hin? Wo führst du uns hin? Hoffentlich nicht noch zum Meer gefahren. Oh, da unten ist ein Meer. Ein großes Meer. So wie es aussieht. Ist ja schön hier. Und hier ist nochmal ein Lama. Alpaka, was auch immer. Eine Pinata. Oh, wir haben Aktivierungsschalter erhalten. Und ein Sprengfass. Können wir das... Wieso können wir das denn aufnehmen? Ah, nee, das war nur ein Rezept. Hier können wir durchsuchen. Lala. Un Baguette. Arbaguette. Un Baguette. Keine Ahnung. Der Trick ist, wenn man mal in Frankreich ist und den Artikel... Wieso bin ich tot? Hat mich der Bürgermeister da platt gemacht? Ich bin irritiert. Aber ich werde mir mein Zeug zurückholen. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Aura. Komischer Name, Aurora wäre doch besser. Wenn du Abenteuer suchst, bist du hier genau richtig. Wie schön, dich zu treffen. Schön, noch einen Schatzjäger zu treffen. Es ist genug für alle da, oder? Naja, zumindest für mich. Ich habe den ganzen Tag lang nach Schätzen gesucht. Ich glaube, ich werde mich in deinem Dorf ausruhen. Das ist gut. Ja, lebe in meinem Dorf. Es wäre schon nett, mal an einem neuen Ort zu verweilen. Gut. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. Aber dein Dorf ist momentan zu bevölkert. Wir haben doch nur ein. Okay, da hinten liegt unser Zeug. Keine Ahnung, warum ich gestorben bin. Ich habe immer noch unseren Beef Buddy im Verdacht. Vielleicht war es so ein kleines Spinnchen, das ich nicht gesehen habe. Auf jeden Fall, der Trick mit dem Baguette ist einfach De Baguette zu sagen, wenn man den Artikel nicht weiß. Ist auch für A oder Un Croissant, keine Ahnung, was es ist, weil die Franzosen merkwürdig sind, einfach De Croissant. Lebensproblem gelöst und man kann einfach in Frankreich bestellen, ohne Wirt angesehen zu werden. Habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, aber fand es so praktisch, dass ich es weitererzählen musste. So, ein Kürbis. Geh doch in den Kürbisplatz. Können wir schön was essen. Und dann wird es Zeit, unser Zeug zurückzuholen. Ich bin zwar gerade komplett unbewaffnet, aber wir haben ja einen Freund dabei. War das vielleicht das Schaf, das mich umgebracht hat? Oder kann ich einfach nicht in das Biom, weil... Weiß nicht, aktuell sieht es doch ganz gut aus. Hat die Truhe mich vergiftet? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Sprengfass. Die Truhe macht mir gerade auch nichts. Echt seltsame Geschichten passieren hier. Kann ich irgendwas stapeln? Das sieht schon wieder so dämlich aus. Wir haben gute Sachen bekommen. Hat sich gelohnt, hier raus zu marschieren. Auch ein gutes Schwert. Schmeiß mal vielleicht mal eine von den Spitzhacken weg. Dann kann ich die hoffentlich kaputt machen. Wir machen keinen Schaden dran. Werde ich beschossen? Hallo? Vielleicht mit dem Sprengfass? Schnell weg hier. Nein, Beefbruder! Was bist du denn? Eine Schnecke? Wieso treffe ich dich nicht? Oh, ich treffe dich. Also der eine Dorfbewohner respawnt hoffentlich. Sonst tut mir das jetzt arg leid um ihn. Aber was geht da auch nicht aus dem Sprengradius aus? Das ist nicht nur meine Schuld. Fackeln haben wir natürlich auch. Schwert haben wir auch ein gutes. Nehmen wir aber zuerst mal das schlechte. Ja, sollte passen. Spitzhacken können wir natürlich auch aufräumen, indem wir das hier einfach so lange drauf rumhacken, bis es zerbricht. Und dann... Ah, da ist er ja wieder. Hallo mal wieder. Wohin du uns wohl als nächstes führen wirst? Also, was darf ich dir bringen? Zieh mal erstmal mal weiter. Schön, dass der nicht ins Paradies gekommen ist. Also erstmal. Der hilft sogar bei meinen.
Das schont natürlich auch Werkzeuge, das ist klasse. Na komm, das machen wir hier noch. Kriegst du das hin? Anscheinend nicht. Dann wollen wir mal eine andere Spitzhacke auswählen. Na, hau auch drauf. Hau auch drauf. Tu dein Part. So. Ist das ein anderer Wolf? Oh ja. Oh ja. Schnell weg hier. Zumindest, dass wir unser Zeug wieder kriegen, wenn wir drauf gehen. So. Ich bin am Ende meiner Energie. Wir haben kaum noch Leben. Ich hoffe, das reicht jetzt einfach so weit wie möglich in Richtung zu Hause. Mensch, waren das komische Wölfe. Die sahen auch ein bisschen heller aus, muss ich sagen. Bei Nacht immer so eine Sache. Aber die haben mich echt gut gebissen. Und ich werde von anderen Wölfen verfolgt. Ah, schnell zum Dorf und schnell ausruhen. Weil ich halt jetzt garantiert nicht an, wenn da jemand hinter mir so kläfft. Da geh mal erst recht drauf. Ah, vielleicht sind diese Map-Marker doch ganz sinnvoll. Nicht, dass man das auf der Karte sieht, sondern dass man hier auch so einen Strahl in der Luft hat. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Oh, ein Glück. Mein Begleiter ist zurück. Der kann mich ein bisschen schützen und jetzt können wir tatsächlich ein bisschen was essen vielleicht. Nee. Das hat sich nicht nach Essen angehört. Das hat sich nach Wegrennen angehört. Ah. Wir werden schon überleben. Oder zumindest respawnen. Das klappt ja immer. Nein, bleib doch tot. Sprinten nicht möglich, so ein Jammer. Oh je. Ich wollte doch nur auf die Karte schauen. So viel zu meinem Orientierungssinn. Gut, wenn alles dunkel ist und ich nichts sehe, dann bringt es dementsprechend auch wenig. War ich hier nicht gerade? Komm schon. Ich brauche Tageslicht. Und mal weniger Monster. Oh, da hinten ist ein Feuerchen. Das ist entweder unser Dorf oder eine Ansammlung von Banditen, die uns dann komplett in Garaus machen. Was ist hier, was da so schön schimmert? Das ist irgendwas Weißes direkt vor uns. Glaubt, das ist Loot? Das werden Granitbrocken sein, vielleicht noch von vorher. Sieht ein bisschen so aus. Ja, damit. So, ab ins Dorf. Und dann schauen wir mal, wie wir das erweitert kriegen. Oh, in unserem Dorf blitzt es aber auch schon gewaltig. Ist doch unser Dorf, oder? Ja. Da ist die Kuschelbeauftragte. Oh, schön am Marshmallows rösten. So, ihr verteidigt das Lager. Ich lege mich mal kurz hin. Das war zu viel der Aufregung. Sehr schön. Hier mit den Herzchen. Und es wird hell. Das ist doch toll. So, Inventarplatz wird wirklich eng und die guten Sachen behalten wir mal hier in der Kiste. Dafür war sie ja gedacht. Braucht man bestimmt später irgendwann. So, Panzer, Seide, Eier. Zumindest Knochen kommen hier rein, das konnte ich mir noch merken. Die schönen Wolfskrallen auch. Dann haben wir hier Sprengpulver. Ich tue es mal dazu. Ich weiß, das passt überhaupt nicht. Aber was soll's. Gut. Dann haben wir Kürbisse. Schubsaft meinetwegen auch hier. Schlürfsaft. Ah, da haben wir eine bessere Kiste für das Essen. Hier kommt auf jeden Fall erstmal meine Kürbissammlung rein. Hier meine Fleischsammlung, Eiersammlung und Seidensammlung. So, Panzer müssten hier auch sein, vielleicht, ja, nee, lass mal die da, 4 Panzer. Schauen wir gleich mal, was wir damit machen können. Das Baguette kann von mir aus auch erstmal rein und der Schlürf- und Schubsaft, obwohl wir den hier auch haben. Hm. Das kommt auch noch da rein und die Ranken. So, das sollte passen, Schwert nach oben, Spitzhacke nach oben.
So wird so langsam wieder ein Schuh draus und wir haben ein bisschen mehr Platz. Das kommt in die Offhand. Ein wunderschöner neuer Tag hat begonnen und wir werden uns erstmal schön voll fressen. Sehr gut. Und was willst du? Klasse, dich zu sehen. Ich bin Intro. Das sah wirklich köstlich aus. Tja, was läuft denn so? Tschüss. Weiß nicht, wie kriegt man 2 Dorfbewohner? Achso, wir können insgesamt 5 haben, so wie das aussieht. Na gut. Ich glaube, dieser Burger-Ding ist mir... Ja, geh mal weg. Fortfahren. Lege ich jetzt nicht alles durch. Unterstützer wegschicken. Wegschicken. Kann ich dich rauswerfen? Nee, ich möchte mit dir plaudern. Weiter, weiter, weiter. Tanzparty will ich nicht. Kann ich dir einfach das Bett entziehen? Was hast du denn darauf gelegt? Kann ich das zerstören und dann bist du kein Mitglied meines Dorfes mehr? Versuchen wir mal, die abzuwerben. Die hat zumindest nicht so ein dämliches Gesicht. Wie kriege ich das in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, wie ich den zum Gehen bewegen kann. Fortfahren. Schneemützchen. Jobs. Warte, schon gut. Kann ich den einfach töten? Töten? Nö. Irgendwo muss es doch gehen, dass ich die wieder wegschicke. Ansonsten lebt man halt mit dem. Level Upgrade Belohnung. Was muss ich denn dafür bauen? Level 2. Keine Ahnung. Vielleicht mal einen Grill. Das kann doch nicht schaden. Vielleicht auch hier in meinen Unterschlupf. Dann können wir ein bisschen das Beef braten. Haben wir 10 Stück. Gegrilltes Fleisch. Rezept wählen und schnell deponieren von dem ganzen Zeug. Was können wir denn noch an schönen Sachen bauen? Eine Kartenmarkierung. Die können wir direkt zum Lagerfeuer eventuell. Ach, das sieht auch dämlich aus. Tun wir es trotzdem mal. Bestätigen. Ach, das sieht man tatsächlich nur hier. Ich dachte, es wäre auch so ein schönes Beacon, der hochstrahlt. Dann braucht man den tatsächlich nicht setzen hier. Nehmen wir den wieder mit. Das lohnt sich dann nur woanders, um wichtige Orte zu markieren. Was ist denn das? Ein Beet. Dafür braucht man, glaube ich, eine Schaufel. Auf jeden Fall Erde und Dünger. Wir haben ein Spinnrad und ein Grill. Und Spielsachen. Na, das Springfass ist garantiert keine Spielsache. Das ist aber egal. Ich glaube, wir bauen dann nochmal einfach eine doppelte Hütte. Weil das so viel Spaß gemacht hat. Meinetwegen hier mal nach links. Da können wir dann die restlichen Gerätschaften erstmal reinbauen, bis wir besseres Zeug haben. So. Schön eingerastet. Ist auf einer Linie. Das ist immer ganz wichtig. Dann mal mit dem Bauen wieder starten. So. Ich muss echt lernen, wie man Sachen upgradet. Da schaue ich mir das gleich mal an. So, dann natürlich noch die Torbögen, die Türbögen. Wie auch immer. Weiß nicht, wo hier die Grenze zwischen Tor und Tür und Eingangsbereich ist. Nein, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. So. Schön gebaut. Und so viel Ressourcen haben wir jetzt nicht mehr. 2 Sachen können wir platzieren und dann sieht es mau aus. Dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal wieder Holz. So. Aber Holz ist ja nur ein Schlag entfernt. Auch bei dem Baum würde ich sagen, der ist... Na, wo kommst du denn hier? Der Baum da hinten ist so cool, der bleibt auf jeden Fall stehen. Obwohl er so ressourcenreich aussieht. Man kann ja auch nicht die ganze Natur zerstören. Bisschen Natur zerstören reicht in den meisten Fällen. Der kleine Baum, den man beobachten wollte, ist glaube ich immer noch klein. Oder das ist jetzt ein anderer. Wer weiß das schon so genau? Nein, hätte ich eine Axt nachmachen müssen. Ich habe so das Gefühl, oh, was ist denn hier? Einfach Granit im Busch versteckt. Sowas. Wer macht denn sowas?
Und hier kann ich echt nichts machen. Das leuchtet echt cool. Nee, ich kann es nur schließen. Teile im Überfluss, kann ich das markieren? Nee, das ist meine Belohnung. Frag mich, warum da ein Plus steht. Komm schon. Ah, Dorf aufwerten. Oh je. Ganz da oben stand es ja. Ich dachte, das wäre ein durchgehender Text. Manchmal bin ich blind. Na gut, dafür brauchen wir ein bisschen Granit und ein bisschen Holz. Das sollte ja noch zu beschaffen sein. Werkbank. Auf jeden Fall eine Waldaxt. Dafür brauchen wir auch Holz. Und ich habe gar keins mehr. Dann müssen wir eben noch mal kurz auf so ein kleines Birkchen hier einprügeln. Oh, das war eher der Busch daneben. Hat aber auch ein Holz fallen lassen. Du willst gestreichelt werden. Ja, komm hier, du kleines McNugget. Sehr gut. Und das sollte dann reichen für eine Axt. Und dann können wir unser Dorf aufwerten. Ui, Waldaxt. Am besten gleich zwei. Am besten gleich zwei. Wunderschön. Was mache ich denn noch? Hallo? Hallo? Geh mal weg da. Na gut, der schien sehr beschäftigt zu sein. Hat wohl noch den ein oder anderen Bug, das Spiel. Ich würde auch sagen, jetzt laufen wir noch nicht richtig. Naja, solange wir hacken können, finden wir gleich raus. Ah, das hat's gebracht. Einfach was aufheben, hat die Animation wieder zum Leben erweckt. Zumindest die richtigen. So, dann wollen wir hier rauf rumhacken. Granit brauchen wir ja schließlich auch. Na, reicht die Spitzhacke? Wird knapp. Hat gereicht. Wunderbar, dann auf jeden Fall mehr Holz. Mehr Kürbis. Kann gar nicht genug Kürbis kriegen in dem Spiel. So. Wieso hebt es die Ranken jetzt nicht automatisch auf? Doch. Hat nur auch ein bisschen Anlauf gebraucht. Hier mit dem schönen Zeug. Und hier mit dem schönen Zeug. Ich werde es dann auch in Zukunft so machen, dass ich bei den Let's Plays ab und zu Ressourcen holen gehe und den Part dann eben in den Let's Plays überspringe, im Stream nicht. Das wäre ein bisschen komisch, wenn das gehen würde, sodass die Let's Plays eben ein bisschen kompakter gehalten werden können und ich nicht interessant sein muss oder so interessant, während ich hier den 200. Baum hintereinander fälle. Das ist aber ganz schön spinnig hier. Genau, das ist dann der Plan, sobald mal wirklich ressourcenintensiver wird. Ich finde, am Anfang ist das jetzt noch vollkommen in Ordnung. Aber später, wie gesagt, ich habe sehr viel Energie, sehr viele Ressourcen zu sammeln. Und das will ich euch teilweise nicht antun. Im Stream, wie gesagt, da versuche ich unterhaltsam zu sein. Da kann ich auch nichts anderes tun. Aber für die Let's Plays würde ich das einfach cutten. Aber eben noch nicht jetzt, sondern dann, wenn es relevanter wird. So. Das reicht jetzt hoffentlich für ein schönes Upgrade. Mit dem, was hier auf dem Boden noch so rumliegt. Auf jeden Fall. Och. Ich brauche so ein Spinnenabwehrspray. Einfach so ein Insektenspray. Ich hoffe, die kann man sich auch irgendwann einfach craften. Wie Schutz in Pokémon. Das wäre hier doch hilfreich. So, her mit euch. Das ist der schöne Baum, der zweite schöne Baum, den wir auf jeden Fall nicht anrühren. So, dann können wir das hier upgraden. Und wer bist du? Ich kenne doch, oder? Raptor, ich schlafe ja gern unter Bäumen. Aber manchmal habe ich Angst, dass einer auf mich drauf fällt. Ich glaube, ich bleibe heute Nacht in deinem Dorf. Ja, kann es gerne machen, aber ich hätte lieber einen anderen als dich. Dorf aufwerten. Level 2. Wunderbar. Mit guten Freunden schmeckt jede Mahlzeit besser. Vielleicht sollten wir welche in unser Dorf einladen. Was kann ich für dich tun? Erstmal nix. Und, achso, die andere ist schon weitergezogen. Naja, das wird nicht lange dauern, bis die auftaucht. Raptor werden wir irgendwann später einladen. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, wir können alles mitnehmen. Das dauert zwar
ordentlich lange, aber es klappt trotzdem irgendwie. Dann wollen wir ihm mal schönes Fleisch essen. Und das gibt sogar Herzchen dazu. Das ist ja wunderbar. So. Dann legt man das Fleisch am besten auch in die wertvolle Kiste. Die Himbeeren kommen wieder zu uns. Und dann haben wir eigentlich noch genug, um mal ein bisschen weiter zu erkunden. Was braucht man denn theoretisch fürs nächste Dorfzentrum-Upgrade? Planken und Granit. Hey, das haben wir doch auch bald. Planken auf jeden Fall. Dann müsste man nur ein bisschen Granit einsammeln. Das kriegt man hin. Dann gibt es gleich noch die dritte Aufwertung oben on top. Also 8 Stück Hammer. Ne, 8 Stück brauchen wir. Eieiei. Manchmal verspreche ich mich. Relativ oft. Manchmal nur relativ wenig. So. Schön kaputt machen hier. Das waren 7. Und ein braucht man noch. Das schadet vielleicht nicht, auf den Stein hier rumzuhacken, bis die Spitzhacke ihren Geist aufgibt. Dann haben wir gleich noch ein bisschen was im Petto. Okay. War ein bisschen durch den Button, den wir drücken konnte, irritiert. Ich dachte, es wäre dann ein kleiner Brocken, der ein bisschen größer aussah. Ah, es hat ja irgendwie geklappt. So, sehr schön. Ein Wolf wieder hinter mir. Das ist nicht sehr schön. So, und kaputte Spitzhacke. Ja. Habe ich noch eine andere? Nö. Passt. Da unten ist er, ja. Wollen wir mal die Armbrust wieder nutzen, bevor der hier die ganzen Schäfchen kaputt macht. Ja, das magst du nicht. Sei mal nicht so aggro, Bruder. Sehr schön. Ich mag die Armbrust sehr gerne. Und meine Schäfchen. Muss hier meine Schäfchen ins Trockene bringen. Her mit eurer Wolle. Her mit eurer Wolle. Ach, das ist nur eine Fleischwunde. Das wird wieder kleines. Sehr gut. Noch ein bisschen Holz. Und dann die... Oh, du hast aber auch Schaden. Schaden gekriegt. Her mit der Wolle, solange du das noch kannst. Na gut. Dann würde ich sagen... das Ei kann ich direkt essen. Wie viel bringt das denn? Och, ein bisschen nur. Dann einmal Himbeeren, bis ich gesättigt bin. So, das war alles. Dann holen wir noch die Planken ab. 27 Stück haben wir gemacht. Das ist ja wunderbar. Wie viel Holz habe ich? Ist egal. Ist nicht so egal, aber das können wir zumindest mal noch fertig bauen, bevor wir es upgraden. Nicht, dass hier noch was rumbackt. So. Dann braucht man nochmal dieses Teil hier und das lange irgendwie oben drauf. Na. Gut. Und dann ist das das letzte, glaube ich. Ja, die doppelte Hütte ist auch fertig. Das ist ja wunderbar. Und auf zum dritten Upgrade. Sehr schön. Auf Level 3 ist es jetzt. Schüssel und Löffel können wir machen. Weißes Schneidebrett. Irgendwer, der noch joinen will, auch Raptor nicht unbedingt, wie gesagt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Betten nachmachen. Braucht man wieder 10 Holz. Ui, hätte ich das eine mal nicht zerstört. Obwohl die Ressourcen dafür haben wir wahrscheinlich wiederbekommen. Lichterloh braucht eine Ranke. Schöne Beleuchtung. Auf jeden Fall erstmal zu mir neben das Bett. Vielleicht hierhin. Geht das? Sehr gut, dann sehe ich hier tatsächlich mal was, wenn es Nacht ist. Und dann würde ich sagen, wird es wieder Zeit für 2 Äxte. Baldachs braucht Holz und mein Holz verballere ich, bevor ich was nachcraften kann. Das ist relativ dämlich. Na, zum Glück gibt es noch zahlreiche kleine Bäume, die man dafür kaputt hauen kann. Sehr schön. Granit auch. Nochmal Granit. Nochmal Granit. Nochmal Granit. Habe ich eigentlich den Map-Marker dabei? Nee, der hat sich in seine Einzelteile zerlegt. Wie viel kostet der denn? Erstmal hier die ganze Deko als markiert sehen. Ja, ist ja gut. Der kostet 2 Granit. Das ist wunderbar. Das können wir unterwegs jederzeit craften. Die 2 Steinchen finden wir, wenn was Interessantes auftaucht.
Ein Skelett kommt uns zu nah. Ein Glück haben wir ein paar Dorfbewohner, die sich damit auskennen. Jetzt wollen wir aber zwei Waldäxte machen. Holz kann man immer brauchen. Oh nee, das hängt schon wieder. Ah nee. Okay. Passt. Geh weg da. Ja, also irgendwie. Ich muss irgendeine Ressource aufheben, dann hat sie es wieder. Vielleicht hier? Nee. Das muss dann wirklich vom Boden sein. Vielleicht reicht es auch, wenn ich hier ein... Na, das hat's auch behoben. Einfach den schönen Baum angreifen. Wunderbar. Dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal unseren Burgerbruder mit. Oder die Kuschelbeauftragte. Können wir die mitnehmen? Nö. Das wollte ich jetzt nicht alles lesen, was die wieder zu sagen hatte. Wo ist denn der andere? Beefroast, da liegt da. Und wenn ich jetzt lege, vergeht die Nacht irgendwie schneller. Ich habe noch nicht den Eindruck. Vielleicht minimal. Hatte vorhin irgendwie das Gefühl, aber nee, da passiert gar nichts. Na gut. Dann kommen wir mit. Ja, fortfahren. Insel, Wölfe, Jobs. Gehen wir auf Erkundung. Fortfahren. Der kann jetzt auch dem Dorf helfen. Das stimmt. Ab jetzt können sie Jobs machen. Aber wir wollen ja auf Erkundung gehen. Mach mal hier mit. Also der hat eine Spitzhacke, der strengt sich hier nicht wirklich an, würde ich sagen. Ich warte nur gern, bis Tag ist, damit die Skelette nicht überall rumfleuchen und kreuchen. Ja, ist ja gut. Sehr gut, dann geh mal hier vielleicht mal um den See rum. Ja, was machst du denn da hinten? Einfach so gespawnt. So, Spitzhacke haben wir natürlich. Ah, da haben wir noch eine. Das wird vielleicht für den hier reichen, für den Kollegen. Vor allem, wenn mir geholfen wird. Das kriegt er zumindest hin. Oh, und das hat beide erwischt. Na komm. Ja, ich habe keine mehr. Wäre schön, wenn du... Ja, der macht ohne meine Hilfe auch nicht weiter. Sei es drum. Nein! Ich hatte so viel Hilfe. Hör auf, mir was abzuziehen davon. Sehr gut. Die Insel, da kommen wir vielleicht später hin. Bin mir nicht sicher, ob wir schwimmen können. Ich denke nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann am Anfang probiert gehabt. Und hat uns einfach zurückgesetzt. Okay, zwei Wölfchen. Aber ich habe ja einen Begleiter, der theoretisch den mitvermöbelt. Und das klappt soweit auch ganz gut. Komm, wir haben noch einen. Au. Sehr gut. Also der kämpft gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich glaube, wir können ihm auch irgendwann bessere Waffen geben. Zumindest um Gegner auf sie zu ziehen, ist er auch sehr ideal. So, hier ist ein Baumstamm. Den können wir direkt für uns beschlagnahmen. Boah, das sieht doch ganz gut aus. Ich höre wieder ein Spinnilein. Nee, anscheinend nicht. Da leuchtet noch was grün. Ach, das wird einfach so ein Skelett sein, das er noch verkloppt hat. Na, hier können wir zumindest ein bisschen schwimmen. Das ist ja klasse. Vielleicht bis die Energie ausgeht. Dann können wir ja doch schwimmen. Na gut, aber ich sehe gerade auf die Uhr und würde sagen, das reicht wieder für die Let's Play-Folge. Für die im Stream geht's weiter, für die anderen endet's hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.